Promi-Geflüster, heute wieder eine neue Ausgabe und ja, begegnet bin ich meinem heutigen Interviewgast schon mehrfach, auch noch als Fotojournalist, als ich damals noch mit der Fotokamera unterwegs war. Damals Inga Lindström gab es mal ein Spezial im Europapark, eine Pressekonferenz. Da gab es, glaube ich, irgendwie eine Hochzeit zu feiern im skandinavischen Dorf. Mittsommernacht war es damals. Ich weiß es noch ganz genau. Dann die Schwarzwaldklinik, die Neuverfilmung, die neue Fortsetzung, die neue Generation, so, glaube ich, war damals der Titel. Und dann haben wir uns auch nochmal gesehen bei Soko 5113 zum Jubiläum, 35 Jahre, 500. Folge. Und ich sage jetzt mal erstmal Hallo und herzlich willkommen, Eva Habermann, mein heutiger Interviewgast. Grüße dich. Hallo. Lange hat es gebraucht, dass du auch mal bei uns im Promi-Geflüster dabei bist, aber deswegen umso mehr freut es mich, dass du da bist. Ja, komisch, dass ich noch nicht dabei war. Wie kommt das eigentlich? Das ist manchmal, ja, wie die Wege manchmal einen so zusammenführen oder auch nicht. Keine Ahnung, ich kann es auch nicht erklären. Irgendwie hat der Draht noch nicht funktioniert, aber jetzt ist es da soweit, ne? Ja. Und hoffentlich nicht das letzte Mal, genau. Nein, da wird es bestimmt noch Fortsetzungen geben. Denn du machst ja wirklich sehr, sehr viel, wie ich da jetzt geschaut habe, als ich jetzt die Vorbereitungen hier getroffen habe. Da steht ja einiges im Raum, also nicht nur schauspielerisch, mittlerweile auch eine eigene Produktionsfirma und so weiter und so fort. Und da gibst du mir jetzt bestimmt hoffentlich ein bisschen Einblick. Aber ich sage mal, vorneweg schauen wir uns mal ganz kurz an, einen Trailer, was Eva Habermann so alles macht aktuell. Preston, are you okay? Bill! Bill! Have you always hated me? No. It just took me so long to find out who you really are. Sie ist eine Hexe. Ja, aber das stimmt doch nicht. Das ist doch einfach nicht wahr. You're beautiful inside and out. Let's talk about something else. Du bist einfach nur nichts. Nur du kriegst überhaupt nichts. Das Einzige, was du kannst, ist dich durchschneiden. What? Schrei mich doch wenigstens mal an. I love you. I hate you. Was waren das für Arschlöcher? Oh mein Gott! She might be alive. No! How is that possible? Tolle Szenen sind es natürlich hier in dem Trailer. Von Englisch über Deutsch als Hexe, dann mal wieder richtige Zombie-Augen, also alles Mögliche. Was ist das Besondere jetzt gerade, was du machst? Naja, was das Besondere daran ist, dass die Filmausschnitte zu 95% aus unseren eigenen Produktionen stammen, weil wir haben 2017, also wir, das ist mein Partner und ich, also auch mein Lebenspartner, wir haben zusammen eine Firma gegründet, die Phantomfilm GmbH. Und wir haben innerhalb der letzten 3 Jahre haben wir 3 Filme produziert. Und zwar einmal, also zweimal so Trash-Comedies, auch eine davon in Amerika. Mhm. Und
Dann haben wir noch einen sehr schweren, ernsten Film produziert in Deutschland, wo es sich um das Thema Alkoholismus und Depression handelt. Weil ich wollte jetzt einfach mal das selber drehen dürfen, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und wenn das eben kein anderer mit mir macht oder in mir sieht, also jetzt Comedy oder eben dramatische Szenen, dann muss man das halt selbst machen. Ja, nee, klar. Und ich glaube, da hat man dann auch alle Möglichkeiten. Und die Filme sind alle schon irgendwo zu sehen gewesen. Also, der eine Film, wo ich die Hexe spiele, da spiele ich eigentlich ein Troll, der Besitz genommen hat von einer Frau und sich daraufhin benimmt, weil der hat eben auch magische Kräfte. Und der ist schon rausgekommen in Deutschland, letztes Jahr im Oktober, auf verschiedenen Portalen, eben auch auf Amazon oder Apple TV. Und die anderen Filme sind so brandneu, dass wir sie gerade erst verkaufen. Der Film, den wir in Amerika gedreht haben, da haben auch sehr bekannte Leute so aus dem Trash-Bereich mitgespielt, wie Greg Sestero, den kennt ihr vielleicht auch von The Room. Es gab ja so einen Remake von so The Disaster Artist, der die Background-Geschichte davon erzählte, wie dieser ganze Film zustande gekommen ist. Und dann haben wir eben, also dieser Film ist was ganz Besonderes, der heißt Cyst. Es ist so eine Horrorkomödie und statt dass man da Blut sieht, explodieren jede Menge Zysten. Es spielt in den 60er Jahren. Ein sehr ehrgeiziger Dermatologe entwickelt eine Maschine, um Zysten zu entfernen. Und an dem Tag, wo der Film spielt, kommt das Patentamt vorbei und soll diese Maschine patentieren. Leider aber ist es so, dass an dem Tag keine passende Zyste zur Verfügung steht. Daraufhin spritzt der Arzt seinem Assistenten ein Serum in die Zyste oder in den Pickel, den er hat. Und daraufhin wird die ganz riesig. Aber was er nicht weiß, er hat leider ein Zystenmonster kreiert, das dann auch aus der Zyste rausspringt und die Menschen anfällt. Und es hat so ein bisschen was von The Blob oder The Thing. Also die sind dann eingesperrt, also die ganze Mannschaft von dieser Hautarztpraxis. Also ich bin seine Assistentin, eine Krankenschwester und fällt die Menschen an. Unter anderem die Leute vom Patentamt, was ja unpraktisch ist, weil davon überlebt. Weil diese Zyste eben wie so ein Ball die Leute anspringt und sie alle konsumiert und dadurch immer größer wird. Okay. Ja, das sind jetzt natürlich Rollen, die man ja wirklich hinter dir gar nicht so vermutet. Denn wenn man dich natürlich aus unserem klassischen deutschen Fernsehen kennt, ich habe gerade, wie gesagt, auch nochmal zwei, drei Bilder hier parat. Da warst du damals, wie gesagt, hier Schwarzwaldklinik, alles schön, Freude, Friede, Eierkuchen, kann man sagen. Und natürlich auch hier mit Sascha Wusso gab es eine Filmhochzeit. Oder eben, wo wir vorhin schon angesprochen haben, mit Inga Lindström hier im Europapark. Ja, das sind natürlich alles so ja, für den deutschen Markt, fürs deutsche Fernsehen gemachte nette Geschichten. Was liebst du jetzt dann mehr? Eher dann so die Rollen oder dann doch, wenn man wirklich mal aus sich rausgehen darf? Es ist so, als Schauspielerin hast du so ein gewisses Alter, wo du diese Grenze überschreitest, dass du eben nicht mehr für die süße, junge Schwiegertochter irgendwie besetzt wirst oder für das junge Mädchen, weil du wirst natürlich älter und du musst auf eine gewisse Weise dich dann neu erfinden. Das ist aber gar nicht so einfach, weil natürlich müssen die Leute die Chance geben, dass sie sich dann also auch neue Gedanken machen, wie sie dich besetzen wollen. Und da das relativ schwierig ist, in Deutschland aus dieser Schublade auszubrechen, habe ich dann eben gesagt, so, ich entwickle jetzt meine eigenen Filme und kann da eben auch die Rollen spielen, die anders sind und die auch die Besetzer oder auch die Fernsehbranche auf andere Gedanken bringen, dass man sagen kann, oh, die kann das ja auch spielen. Weil meistens ist es sehr festgefahren in den Köpfen, dass sie sagen, wenn sie einen einmal gesehen haben in einer Rolle, dass sie sich immer nur dasselbe vorstellen können und nichts Neues. Ja, ja, klar. Ich denke mal, gerade wenn auch jemand dann so eine langjährige Serie in einer langjährigen Serie drin ist und immer die gleiche Figur spielt, da mal auszubrechen, glaube ich, das ist auch extrem schwierig. Ja, also es ist nicht im Prinzip immer dieselbe Figur, aber es ist dasselbe Genre, es ist immer nett und Happy End,
Aber es geht nie so wirklich ans Eingemachte, weil es auch gar nicht gewünscht ist. Also Verzweiflung oder große Wut wird man da nicht sehen, weil es dann auch für die Zuschauer zu krass ist. Also das ist auch die Philosophie letztendlich vom ZDF oder auch von der ARD, also von der DGTO, dass sie Filme machen, die irgendwie doch immer, wo nach einer Szene der Streit vorbei ist oder wo alles, was passiert, hauptsächlich auf Missverständnisse irgendwie basiert, so eigentlich kein wirkliches Problem gibt, außer, dass die Menschen hätten einfach früher miteinander sprechen sollen, dann wäre das alles kein Thema. Ganz genau. Eure Filme, nach welchen Kriterien sucht ihr da die Themen aus oder wie kamen gerade die Themen bei euch jetzt auf den Tisch? Habt ihr da auch selber Leute, die das Drehbuch dann geschrieben haben oder kam das von außen komplett oder ihr habt gesucht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist so, ich bin zum Produzenten oder zum Produzieren ich gekommen wie ein Kind. Ich hatte mitgemacht bei einem Low-Budget-Trash-Projekt, so Fantasy-Comedy. Das war eine Hommage an Troll 2. Das ist einer der schlechtesten Filme, also ein Kultfilm, der deswegen so beliebt ist, weil er einfach so absurd ist und hanebüchen. Und die hatten auch, also es waren zwei Jungs aus Baden-Baden und ich fand es einfach geil, was sie auf die Beine gestellt haben, dass sie eigentlich ohne großes Budget die Schauspieler angefragt haben und dass die alle ohne Gage, also auf Rückstellungsgage mitgemacht haben, wie zum Beispiel auch Kati Karrenbauer oder Desiree Nick oder Ralf Bauer, weil das einfach so war. Und ich hatte wahnsinnig Spaß an dieser Rolle. Ich habe da eben eine Frau gespielt, die von einem Troll besessen ist, weil dieser Troll 700 Jahre unter der Erde lag, weil er zu einer Steinstatue verbannt wurde. Und jetzt wird er eben heutzutage wieder ausgebuddelt und ist aber immer noch lebendig und sinnt Rache und will die Menschheit vernichten. Und besten eben, indem man die Figur einer schönen Frau annimmt, dann merkt man eben nicht, dass da eigentlich das Böse dahinter ist. Und ich war so begeistert von dem Projekt, dass später, als die Produzenten mich angesprochen haben, ob ich ihnen mithelfen möchte, auch so mit Kontakten oder auch mit ein bisschen Knowledge, dass ich sofort Ja gesagt habe und das super fand und mich dann auch in den einen von beiden verliebt. Der ist auch immer noch mein Freund und mein Lebenspartner und hat diese Firma mit mir zusammen. Und dadurch bin ich überhaupt dazugekommen, sonst hätte ich mich das nie getraut. Ich mag immer alles, was extrem ist. Unter anderem deswegen, weil du als Independent-Filmer dich ganz klar unterscheiden musst von den sehr hochbudgetierten Produktionen. Weil wenn wir jetzt richtig Fantasy machen wollten, da fortgemessen mit Amerika, die eben ein ganz großes Budget haben. Also wir haben eben jetzt zwei Trash-Filme produziert, aber eben auch deswegen, weil wir nicht das Geld hatten, jetzt das ganz hochwertig zu machen. Die sehen aber trotzdem gut aus. Und das dritte war ein Film, der heißt Die wahre Schönheit. Haben wir auch ein paar Ausschnitte daraus gesehen, der so dramatisch war. Das war eine Herzensangelegenheit für mich, weil es mir darum geht, aufzuzeigen, dass es eben jedem passieren kann, wenn etwas Schlimmes in seinem Leben passiert, sei es der Tod eines Partners oder dass man seinen Job verliert oder egal was, also alles, was einen mental und psychisch zu sehr belastet, dass das ein Mensch durchaus aus der Bahn werfen kann und von jemand, der ganz stark war zuerst, dass der eben komplett vom richtigen Weg abkommt und sich dann versucht, durch Alkohol und Tabletten die Welt wieder erträglich zu machen. Und ich wollte aufzeigen, dass das eben nicht der richtige Weg ist. Und der Zuschauer kann dann einfach dabei beobachten, wie eine Familie, die eigentlich alles hat, was man sich vorstellt, dass die langsam den Bach runtergehen und dass es keiner wahrhaben will, weil die Mutter von dieser Familie, die hat Depression, weil sie eben einen schlimmen Autounfall hatte und nicht mehr laufen kann so richtig. Und weder der Mann noch die Tochter wissen, damit umzugehen. Und es ging mir darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es ein weit verbreitetes Problem ist, dass eben Leute, während man daneben steht, depressiv werden, es aber selber nicht annehmen und auch sagen, ich brauche keine Hilfe, ich fühle mich gerade nur schlecht. Und dann eben auch versuchen, so alternative Möglichkeiten zu finden, dass man sich schnell besser fühlt, was aber fatal ist, weil dadurch alles nur schlimmer wird. Weil der Körper möchte ja eigentlich sich erholen und wenn man dann regelmäßig Alkohol trinkt oder Tabletten nimmt, unterdrückt es das zwar vielleicht, aber es macht es nicht besser. Ja. Das stimmt, genau. Ja, nee, also interessantes Thema auf alle Fälle.
Aber da habe ich ein Buch geschrieben. Also das war mein erstes Werk als Autorin. Okay, sehr gut. Glückwunsch. Ja, ja und ich denke mal, da wird bestimmt jetzt dann in der Zukunft einiges noch kommen, oder? Was habt ihr so im Plan? Wir haben sehr viel geplant. Also jetzt, wir machen auch Imagefilme. Mhm. Also für Firmen oder für Privatleute, die gerne irgendwas featuren möchten für ihre Homepage. Schauspieler, Bänder machen wir auch. Oder Musikvideos. Also wir machen sehr viel kleinere Sachen, weil es eben dann auch schnell zwischendurch ist, dass man kommt, weil Filme, das dauert immer ewig, bis man wieder Geld drin hat, weil sie Geld wieder einspielen müssen. Deswegen ist es ein sehr riskantes Unterfangen, aber wenn man für etwas brennt, dann nimmt man das eben auch in Kauf. Klar. Und als nächstes, wir planen jetzt eine YouTube-Serie, die aus kurzen Folgen besteht, also so maximal 20, 25 Minuten. Und diesen Film, also das heißt Girls, so wie man sagt, oh, Girls, wollen wir jetzt diesen Sommer. Und es wird eine Serie, die die Zielgruppe 14 bis 29 hat. Sind es immer sehr schräge Geschichten, was den drei Protagonisten passiert. Die sind alle so um die 17, 18, so auf der Schwelle zwischen noch Jungs sein und erwachsen zu werden. Und denen passieren halt sehr viele Sachen, weil sie sich einfach so viel zu einfach noch nicht so richtig, also eher so ein bisschen unreif sind. Okay. Und das ist mein nächstes Ziel, weil ich möchte auch gerne mal nur hinter der Kamera stehen. Vielleicht übernehme ich die Rolle von der Mutter von dem einen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es eine unglaubliche Belastung ist, wenn man gleichzeitig spielt und die Verantwortung hat für alles, weil man dann nicht den Kopf frei hat für die eine Sache. Also es ist sehr viel anstrengender. Das glaube ich. Ich habe eine Folge gedreht fürs Traumschiff. Die wird am 1.1. ausgestrahlt. Und das war wirklich erstaunlich angenehm, wenn man mal nicht verantwortlich dafür ist, wenn es mal regnet oder das Essen schlecht ist oder irgendwas nicht funktioniert. Das ist für einen Produzenten ganz schlimm, weil es einfach immer nur bedeutet, dass es sehr viel teurer wird. Und Independent-Filme haben halt nicht so viel Geld. Traumschiff, du sagst es gerade. Geht ein Traumschiff ohne Rademann? Ja, klar, also, geht ja weiter, ne? Muss ja weitergehen. Ja, also ich habe Traumschiff gedreht zuletzt 2009. Das war aber Kreuzfahrt ins Glück. Und dann zuletzt in Singapur. Das ist auch schon irgendwie in den 2000ern da irgendwo gewesen. Und er fehlt schon. Weil man hat einfach gemerkt, dass es die Seele hinter diesem Projekt erfunden, ins Leben gerufen. Und er war immer auch so für alle da und hat sich auch Gedanken gemacht, weil er liebte dieses Projekt. Es wird momentan so ein bisschen kommerzieller, was man so jetzt nicht merkt, weil die Bücher immer noch sehr gut sind und weil wir einen tollen Regisseur hatten. Aber insgesamt, es fehlt ein bisschen diese Seele, wo jemand da steht, dahinter steht und dafür brennt. Weil viele sind natürlich dann auch eben etwas, was dann eben Erfolg bringt oder Geld oder Einschaltquoten. Aber das ist nicht dasselbe, wie wenn jemand ein Projekt liebt und dafür brennt. Ja, ja, das stimmt, ganz genau. Ja, aber wie gesagt, the show must go on, das Leben muss weitergehen und irgendwie funktioniert es dann schon auch. Und solange das Publikum und die Zuschauer an Weihnachten und Neujahr immer noch mal einschalten, dann ist es doch, glaube ich, das, wo es hin soll. Ne? Ja, es ist auch super schön geworden. Es ist auch, glaube ich, wirklich, also das ist auch wirklich jetzt gerade in der Zeit, wo wir alle so lange eingesperrt waren, ja, bald ein bisschen verändert, ist es auch wichtig, den Leuten etwas zum Träumen zu geben und etwas, wo sie sich hinträumen können, weil wir alle schon sehr auf Entzug sind von Reisen oder von Menschentreffen und es ist etwas sehr Schönes, was einem auch Hoffnung gibt und was einen Herz ein bisschen erfreut. Weil ich auch darüber, dass bestimmte Zeitungen auch wirklich sich darüber aufgeregt haben, wie man in dieser Zeit drehen kann überhaupt, irgendwie im Ausland. Aber dort, wo wir waren, ist die Inzidenz deutlich niedriger als also ich fühlte mich deutlich sicherer. Gab da vielleicht eine Inzidenz von, keine Ahnung, von unter 20. Und den Schiffsteil haben wir eben auf dem liegenden Boot. Das lag am Dock in Bremerhaven. Aufnahmen auf dem Boot gemacht.
auf diesem liegenden Kahn, wo auch gar nichts los war. Also wir hatten das für uns so ein bisschen wie im Studio. Und die Aufnahmen an Deck werden dann halt alle vor Greenscreen gemacht, dass man suggerieren kann, dass das Boot fährt. Aber es war so sicher. Also man kam auf dieses Schiff nur mit einem gültigen PCR-Test. Und dadurch war das eigentlich so, wie als wäre man in der absolut sichersten Quarantäne, die man sich vorstellen kann. Okay. Ja, jetzt hast du natürlich schon ein bisschen erklärt, wie das alles so geht. Das hätte mich, wollte ich gerade so fragen, wie dreht man in der Krise oder in der Pandemiezeit? Aber wie gesagt, du hast es ja jetzt gerade schon erwähnt. Ich kann dir dazu noch mehr sagen. Normalerweise haben die Drehs dann immer, also hatten wir auch beim Traumschiff, einen Corona-Beauftragten dabei, der jeden Tag bei den Leuten Fieber misst, der auch alle 2 Tage einen Antigentest macht und der darauf achtet, dass immer alle ihre Masken tragen. Das geht dann vor der Kamera, wenn man spielt, aber man steht ja nicht so direkt aneinander dran. Und irgendwie muss es ja auch weitergehen. Man kann ja jetzt nicht sagen, wir drehen jetzt auch nicht mehr, weil das ist ja auch so, Unterhaltung ist wichtig. Und wenn wir jetzt alle in Deutschland nicht mehr, weil Corona ist, unter bestimmten Bedingungen geht es ja. Also es wird wirklich, also es hatte auch niemand irgendwas bekommen. Es war sehr sicher. Und ich weiß nicht, ob das die Leute sich das so vorstellen können, aber es sind komplett andere Bedingungen als normalerweise. Wie groß ist denn das Team drumherum, also sprich Kamera, Ton etc.? Wie viele Leute stehen denn da so im Hintergrund? Die sieht man ja sonst eigentlich gar nicht, ne? Ach, ein Filmteam besteht so aus 20, 25 Leuten und dann kommen eben noch die Schauspieler dazu. Also haben wir 30 Leute. Aber wie gesagt, die sind alle durchgetestet und tragen Masken und dann kann eigentlich nichts passieren. Ja, wenn man sich natürlich vorstellt, wenn ihr jeden Tag da zusammen seid und jeden Tag getestet werdet, also ich glaube, sicherer geht es eigentlich nirgendwo anders ab, ne? Ja, also man fühlt sich sehr sicher und dafür ist eben auch extra ein Corona-Beauftragter dabei, was es bei den Filmen sehr viel schwieriger macht, weil eben das auch eine Menge Geld kostet. Ganz klar. Wenn man mal Frage steht, weil irgendjemand Verdacht hat, muss ja noch nicht mal Corona sein. Aber dann wird halt nicht gedreht und alles, was einen Dreh herauszögert, macht das Ganze sehr viel teurer. Ja, nee, dann sind wir jetzt schon mal gespannt wiederum auf Weihnachten. So lange ist es ja gar nicht mehr. Fast. Wir sehen es dann schön am Neujahrstag, wenn alle so ein bisschen fertig sind vom Feiern und ja, am 1.1. Also der Film wird zu sehen sein am 1.1.2022. 2022, genau. Lange ist es ja gar nicht mehr hin. Die Hälfte haben wir ja schon fast von 21 überstanden, ne? Fast schon. Erschreckend, wie schnell die Zeit rumgeht. Aber ich kann sagen, weil man ein bisschen weniger, weil immer alles so das Gleiche ist. Wenn man viel zu Hause ist, dann merkt man das gar nicht, wie die Zeit verstreicht. Und irgendwie ist jeder Tag so ein bisschen wie ein anderer. Also man steht auf und man arbeitet, aber es ist irgendwie nicht so ganz klar definiert, was für einen Wochentag man hat. Also weil eben Aktivitäten, die man sonst macht, wegfallen. Ja, ganz genau. Was ich jetzt auch noch kurz gelesen habe, du hast ja auch noch 2 weitere Aufgabenfelder, also die mir jetzt gerade so aufgefallen sind. Zum einen auch moderieren. Da machst du auch so in der Richtung wie ich jetzt wahrscheinlich. Und auch ein bisschen Gesang steht auch noch auf dem Plan, oder? Ja, also Gesang ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Ich mache das ganz gerne. Ich habe auch mal ein paar Songs aufgenommen. Aha. Jetzt nicht sagen, dass ich Sängerin bin. Moderieren tue ich sehr gerne. Ich habe auch schon sehr oft so Reisereportagen moderiert. Okay. Was mir da immer sehr am Herzen liegt, dass ich dann einfach hinkomme. Also die Texte sind dann auch größtenteils improvisiert, dass ich eben in meinem Reiseführer dann nachlese, was hier gerade interessant ist und was ich sehe, dass ich das so ähnlich rüberbringe, wie es würde ich meinen Freunden erzählen, wo ich gerade bin und was ich mache und was sich hier lohnt oder was besonders toll ist. Jetzt nochmal ganz kurz auf die Girls zu kommen. Das ist ja doch ein junges Thema, auch gerade wenn es jetzt auf YouTube läuft. Da sprecht ihr ja wirklich dann auch die Teenager und die Jugendlichen an, die Social Media Leute, wie heißen sie? Influencer, so wird es richtig genannt, genau.
Ich denke mal, das ist wirklich auch die Zukunft, wenn wir wirklich so zurückdenken, als wir groß geworden sind oder im Teenageralter waren, dann gab es ja sowas gar nicht. Wir hatten ja bloß erstes, zweites, drittes Programm mehr oder weniger, ne? Ja, ist Wahnsinn. Also besonders wie die sozialen Medien auch die Sehgewohnheit so verändert haben. Es muss alles schnell sein und also schnelle Schnitte, kurzweilig, weil auch die Aufnahmefähigkeit nicht mehr ganz so, also die Menschen sind nicht mehr ganz so geduldig, wenn sie etwas an schnell gehen, es muss was passieren. Und deswegen glaube ich auch, dass diese geplante Serie, die erstmal nur ein Pilotfilm ist, auch ziemlich im Trend der Zeit ist. Also wir wollen ja auch so ein bisschen interagieren dann, dass einer von den Hauptdarstellern ein Profil anlegt und dann auch Jugendliche berät, also auf seine Weise oder sich Tipps holt, wie man besser vorgeht, um Frauen zu erobern oder um das zu machen, weil wir wollen einfach so eine Art Crossover machen, dass man eben die Jugendlichen auch abholt. Ganz genau. Jetzt natürlich Social Medias, wo bist du anzutreffen? Wo kann man über dich noch mehr erfahren, wenn meine Zuschauer jetzt dann noch ein bisschen mehr hungriger geworden sind, sozusagen, wissenshungriger? Also, man findet mich auf Instagram und auf Facebook, sonst noch nicht so wirklich, weil ich bin tatsächlich aufgewachsen ohne Social Media. Ich musste mich daran erst gewöhnen, weil zuerst fand ich das so ein bisschen merkwürdig, dass man alles, was man tut, teilt. Es ist aber heutzutage notwendig, dass man eben den Zuschauern oder den Fans, dass man denen ein bisschen Nähe ermöglicht, dass sie ein bisschen Anteil nehmen an dem Leben. Und ich habe auch festgestellt, dass am besten immer die Posts ankommen, die sehr natürlich sind. Also einfach, wo man gerade irgendwo ist mit einer Freundin oder wo man ungeschminkt ist. Weil das ist die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. So ein bisschen denjenigen als Menschen mehr wahrzunehmen. Und ich habe da langsam auch ein bisschen Spaß dran gefunden. Aber ich musste mich da erstmal so ein bisschen reinsuchen. Aber ich freue mich dann immer auch auf die Reaktion. Das ist irgendwie nett. Mhm. Auf alle Fälle. Und wie gesagt, man sieht ja, was man heutzutage alles machen kann. Auch das, was wir jetzt machen. Wir könnten in der Welt verstreut sein und es würde funktionieren. Ne? Ja, das ist auch sehr praktisch. Mhm. Ja. Genau, aber wir hoffen doch alle, dass wir uns irgendwo mal vielleicht wieder live begegnen. Das wäre ganz schön. In der Hinsicht auch nochmal ganz kurz die Frage, Theaterspielen war für dich nie ein Thema? Oder bist du da auch unterwegs gewesen? Ich habe ganz viel Theater gespielt in letzter Zeit, also hauptsächlich so Boulevardtheater. Okay. Bei Rune Heinersdorf, ich habe in Bonn was gespielt, in Düsseldorf und eigentlich sollte ich schon letztes Jahr auf der Bühne Hamburg, also Winterhuder Fährhaus. Das wurde leider verlegt auf dieses Jahr und jetzt wurde es schon wieder verlegt auf nächstes Jahr, weil leider sowas derzeit nicht stattfinden kann. Mit viel Publikum natürlich. Wenn nachher bloß 20 Leute im Saal sitzen, ist es ja auch nicht so prickelnd, oder? Es ist sehr schwierig. Ich würde auch vor 20 Zuschauern spielen, aber die Theater machen dann überhaupt keinen Gewinn. Dann machen sie lieber zu. Weil wenn man normalerweise 400 Zuschauer begrüßen kann und dann nur 50, dann ist es einfach sehr wenig. Ich weiß auch nicht, wie es ist, in einer Komödie zu sitzen, alle haben Masken auf. Es ist schon so eine leicht bedrängende oder beklemmende Situation, weil man ist sich einfach dessen bewusst, dass irgendwas da sein könnte im Raum, was gefährlich ist. Eine Sache muss ich jetzt sagen, die hat mich jetzt auch ein bisschen, hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ich sage jetzt bloß auf einen der nächsten Tatorte, der aus Berlin kommt. Die haben sehr viel mit Maske auch gedreht. Das hat mich sehr überrascht. Ich weiß auch nicht. Also ich habe derzeit noch abgesehen davon, einen Film zu drehen mit Masken, weil ich habe das Gefühl, die Leute haben davon eine Overdose. Ich merke aber auch, wenn ich Filme sehe, wo Massenansammlungen sind, dass ich mich davon gestört fühle. Also ich schaue da immer so, stehen da in der Masse oder die sitzen in der U-Bahn ohne Maske. Ich denke trotzdem, dass die Leute die Nase voll haben von dem Thema und lieber was anderes sehen möchten. Mhm. Denke ich auch. Deswegen Traumschiff ist da wahrscheinlich mal wieder so eine richtig schöne Erholung, kann man schon sagen. Genau. Ja. Sehr schön. Prima, da haben wir doch jetzt ein bisschen wieder Aktuelles von Eva Habermann erfahren. Ich hoffe, wie gesagt, wenn es neue Sachen gibt, einfach melden. Und dann können wir gerne wieder hier uns treffen
entweder online oder dann vielleicht auch mal irgendwo am Set oder was sich halt so ergibt, wäre natürlich sehr schön. Hör zu, ich lade dich ein zu dem Set von Girls. Sehr gerne, das nehme ich sehr gerne an. Wo dreht ihr da? Wo seid ihr da? Wir drehen in Berlin, wir drehen aber erst einmal, weil die gesamte Geschichte innerhalb einer Nacht spielt und wir brauchen da ein bisschen mehr Dunkelheit. Okay, sehr gut. Nee, dazu da, bis Oktober, bis dahin, denke ich mal, da sehen wir uns bestimmt dann. Ne? Ja, wunderbar. Aber 15 vielleicht bis dahin, ich glaube, dann wird eh alles ein bisschen besser. Dann wird es lockerer, denke ich auch. Ne? Wunderbar. Liebe Eva, dir alles, alles Gute. Danke. Einen schönen Sommer erstmal. Ja, danke schön. Wir hören und wir lesen uns und bleiben in Kontakt. Ja, und liebe Zuschauer, haltet durch, es geht vorbei. Ich sage mir das auch immer wieder, weil ich bin manchmal super genervt von der Situation. Aber ich denke mir immer, es kann nur besser werden und es geht auch wieder vorbei.